Heidi ho, willkommen zurück bei Gianna Sisters Twisted Dreams. Wir spielen hier jetzt Level 1.6, die Amethystmine. Lässt sich mit der Bewegungssteuerung zielen? Naja, mit meiner nicht sonderlich, aber okay. Ey, das ist normales Wasser, ich kann hier rein. Das war normales Wasser. Bäm. Ach, schade. Hier oben scheint soweit nicht zu sein. Du bist weggefahren. Kommst du auch wieder? Ja. Du kommst wieder, aber nicht dann, wenn ich es erwarte. So. Jetzt bleibe ich aber mal drauf stehen, möglichst. Oh. Und hier geht's weiter mit der wilden Fahrt. Ups, da muss ich ein bisschen näher abspringen. Speicherpunkt. Gut, das habe ich sofort realisiert, was ich hier machen sollte. Na, komm jetzt da hoch. Nun, ein bisschen vermisse ich einen Doppelsprung. Ah, ich hab's... Ah, sie macht da oben die... Bleib weg vom Tisch! Immerhin hat meine Katze sich jetzt schön erschrocken. Hat ja also auch was. Uiuiuiui. Ab in die Stacheln, genau. Nein, das war ein bisschen... Das Gerüst ist doch da, ich brauch's doch gar nicht. Ui, das war knapp. Ich muss ja auch gar nicht so hoch. Ich hab doch hier ein nettes Gerüst hier. Okay, da gehe ich aber gleich lang. Warum habe ich aufgehört mit Dashen? So. Hier wieder hoch, hier wieder lang. Und hier möglichst wieder nicht sterben. Ach, so geht's auch. So! Genau. Dankeschön. Die einmal einsammeln. Das hat jetzt keiner von euch gesehen. Okay, das hat keiner von euch gesehen. Wie lange ich hier an dieser einen Stelle schon wieder sitze. Immerhin brauche ich jetzt da oben nichts mehr einsammeln. Hat ja auch halbwegs was Positives. Haha, ich kann hier zwischen stehen. Was ist das? Ach so, so sieht's aus wie so ein Stachel aus Mario. Und so ist einfach ein Totenschädel. Natürlich. Ich bin über die nächste Speicherkiste mal echt froh. Aber mal echt... echt. Das war schon wieder knapp, knapp, knapper die knapp. Hui. Manchmal komme ich einfach gut durch.
manchmal nicht. So, einmal hier aufmachen. Hier rüber springen und bitte nicht den Rücken aufkratzen. Aber die Stelle kann ich, glaube ich, fast schon auswendig spielen. Warum bin ich eigentlich nie da hochgegangen? Da ist ein Holzboden, also komme ich von unten durch. Also wenn ich hier raus einen No-Death-Run machen würde, ich glaube, ich käme nicht weiter als über das erste Level. So unschön es auch ist, das Tor war nicht früh genug oben, weil ich mich zu spät verwandelt habe und bla und blub. So, du bist weg, du bist weg. Einmal schön hier hoch. Sehr gut. Geht's hier weiter? So, klappt das, klappt das, klappt das? Ja, es klappt soweit. Runter mit uns. Speicherkiste! Ah, sehr schön. Aber dieser Part wird mir garantiert auch nicht so. Ja. Spring einfach in die Stacheln, genau. Sammel ich die, sammel ich die, ich hab... Und schön hier drauf twirren. Oh, jetzt komm ich hier nicht durch. Schön mit den Stalaktiten und Stalagmiten. Ich konnte mir auch nie merken, hier muss ich wieder trüren, was jetzt die Stalaktiten und was die Stalagmiten sind. Bitte, wie hätte ich da dran kommen sollen? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ich glaube, hier kann ich mich dann einfach fast fallen lassen. Also links auf dem Bildschirm jetzt. Na, und ich bin schon wieder zu hoch. Oh, ja, 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 ja. So, die Stalaktiten. Das sind die, die nach unten wachsen. Oder die nach unten hängen. Jedem seine eigene Assoziation, wie er sich die Stalaktiten merken möchte. Ich werde es jetzt nicht erwähnen, wie ich es mache. Weil vermutlich, nachdem ich jetzt diese Anspielung gemacht habe, habt ihr eh alle die gleichen Gedanken, wie man... Wie ich finde, wie man sich die Stalaktiten am besten merken kann. Uiu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